Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Mael von Stempel Hexi Mexi. Hallo. Heute ist Tag 2 und heute gibt es eine zweite Verpackung für Halloween. Dafür brauchen wir die kleine Zierschachtel. Da ist die Mini-Zierschachtel. Und dazu brauchen wir das Stempelset Basics für Feiertage. Und die stanzen wir uns. Ich habe hier übrigens Amethyst, diesmal den Farbkarton. Und da legen wir uns die hier so schräg rauf und kurbeln die wieder durch die Stanzmaschine. So. Legen die hier rauf. Platte 3 kommt wieder drüber und kurbel die hier mal schnell durch. Hier seht ihr, 1, 2 fix ist aus hier rausgekratzt. So, ich packe die mal schnell wieder beiseite. Ich habe ja gestern schon gesagt, Step Up hat so viele Verpackungen, dann sollte man sie auch mal nutzen. Ne? So, ich habe hier den Stempel mir schon mal rausgesucht, diesen Kürbis. Dann, dazu brauche ich Memento. Muss mal kurz verschubbeln. Ja, okay, super. Dann stempeln wir uns den hier ab. Und stempeln auf allen 4 Seiten das Gesicht. Total easy, oder? So. Dann kommt da eine Kleinigkeit rein. Ich habe jetzt hier gerade diese lütende Sache. Warte mal, ich glaube, das passt hier rein. Ich denke mal schon. So. Dann habt ihr ja hier die Griffe. Dann müsst ihr die so ein bisschen runterdrücken, damit die darüber können. Zum Verschließen. Mal gucken, ob die geht. So, und dann die auch. So. Und schon ist eure Verpackung fertig. Schaut mal. Wie einfach, oder? Also wirklich, da braucht man ja nicht viel dran. So, da brauchen wir noch ein schwarzes Band dran. Ja, ein schwarzes Band muss ran. Oder unheimlich lecker, das könnten wir eigentlich auch machen. Unheimlich lecker, unheimlich lecker. So, Entschuldigung. Ein Stück Weiß, Flüsterweiß, liegt hier noch von gestern. So, das schneiden wir uns jetzt hier aus. Ich überlege gerade, ob wir das anhängen. Dann mache ich nämlich da ein Loch und dann hängt das hier runter. So, dafür nehme ich mir die Crocodile. Ja, kleines Löchlein. So. Da war ich mit. Oh, das war ein Stempel. So einfach habt ihr eine Schachtel fertig. Also, liebe Leute, einfacher geht's doch gar nicht, oder? Und für, vor allem für Halloween. Reicht es ja total. Und dann habt ihr überall hier diese Gesichter dran. Ist doch total süß, oder? Also ich finde es völlig schnuffig. Reicht. Wenn die Kinder kriegen, die freuen sich. Also, das ist auch schon mal unsere zweite Verpackung. Für heute. Morgen geht es dann weiter.
Bis dann, ich wünsche euch einen schönen Tag noch, wie gesagt. Viel Spaß beim Nachbasteln. Und bis morgen. Tschüss.